Vorbereitung. Mit der Spickschnur zeichnet man die Innen- und Außenkanten der zu entstehenden Mauer auf dem Boden gemäß Plan an. Von dieser Markierung misst man mit 3 Fußlängen den Abstand für das Backsteinlager ab, das man nun vorbereitet. Für die Pflasterkiste empfiehlt es sich, 2 Backsteine in der Höhe als Basis zu verwenden. Die gesamte Installation sollte in der Mitte des Mauerwerks aufgestellt werden. Bei längeren Wänden werden mehrere Pflaster- und Steinstationen vorbereitet. Das korrekte Vorbereiten des Arbeitsplatzes erleichtert einem den späteren Bauprozess erheblich, mindert das Unfallrisiko auf der Baustelle und fördert die Ergonomie beim Arbeiten. Mit dem Schrotthammer werden ca. 5 bis 8 Backsteine als Vorbereitung halbiert. Durch präzises Brechen der Verstrebung auf der Ober- und Unterseite des Steins reicht zum Schluss ein leichtes Klopfen auf der Seite, um den Stein schön zu halbieren. Diesen Vorgang nennt man Schrotten. Die gebrochenen Steine werden ebenfalls im korrekten Abstand zur Arbeitsfläche bereitgelegt. Start des Bauprozesses. Mit der Hamburgerkelle wird nun der Mörtel auf die markierte Stelle am Boden aufgetragen und in 2 längliche Haufen verzogen. Auf diese Mörtelschichten wird der erste Stein gesetzt. Mit Hilfe der Wasserwaage und leichtem Klopfen mit der Kelle wird der Stein in Lot gebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite wird nun der erste halbe Stein gesetzt. Die Mauerschnur wird an den Ecken gespannt. Dieser gibt die Flucht und die Höhe der nachfolgenden Backsteine an. Falls wie in diesem Beispiel Elektrorohre für nachfolgende Elektroinstallationen in die Mauer kommen, lässt man diese Steine bei der ersten Reihe aus. Diese Lücke nennt man Aussparung. Messen Sie einfach eine Steinlänge ab und setzen Sie anschließend den nächsten Stein. Mit Hilfe der Hamburgerkelle tragen Sie auf die Seite des nächsten Steines, die auch Stirn genannt wird, ebenfalls 2 längliche Haufen auf. Durch das Aneinanderpressen der Steine wird der Mörtel so gleichmäßig verteilt und es ergibt eine perfekte Verbindung. Die nächste Reihe beginnen Sie spiegelverkehrt zu der ersten, mit dem ganzen Stein auf der linken Seite und dem halben Stein auf der rechten Seite. Dieses Prinzip zieht sich durch den ganzen Bauprozess hindurch. Wichtig ist, dass man bei jeder Reihe die seitlichen Steine nach dem Setzen mit der Wasserwaage kontrolliert. Um über die Elektroaussparung zu mauern, legt man 2 Armierungseisen parallel darüber. Nun kann man die nächste Reihe darüber versetzen. Überflüssiger Mörtel, der beim Setzen aus den Fugen gedrückt wird, muss mit der Kelle abgezogen werden. Durch das Abwischen mit dem Reißbesen wird überflüssiger Mörtel entfernt. Mit Hilfe des Lasers werden die Höhenquoten auf der Mauer markiert. Diese wird zum Referenzpunkt, um die Mauerhöhe zu bestimmen. Ab einer Höhe von ca. 1,20 m bis 1,50 m wird der Arbeitsplatz neu eingerichtet. Mit Metallböcken und Gerüstladen wird ein Arbeitsgerüst erstellt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie massive Gerüstläden verwenden, die für den Gerüstbau zugelassen sind. Nun kann man die genaue Anzahl der Steine, die man benötigt, abzählen und sich erneut einen ergonomischen Arbeitsplatz auf dem Gerüst einrichten.
oberste Reihe, die auch Mauerkrone genannt wird, wird mit einem langen Plastik als Schutz vor Feuchtigkeit abgedeckt. Um den Plastik gegen den Wind zu schützen, können Backsteine oder Schallbretter zum Beschweren genutzt werden. Zum Schluss werden die Mörtelreste auf dem Boden mit einem Spachtel entfernt und sauber gewischt.